Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen zu dem nächsten Video. Warum begrüße ich euch jetzt nicht dampfenderweise und warum hier in meinem Mischer-Chemiekeller? Ganz einfach, ich hatte es schon beim Steam-Team-Stammtisch angekündigt. Ich habe ganz besondere Post bekommen aus Korea und zwar pures Nikotin. Ja, das ist 99,9%iges oder 999 Milligramm. Ja, reines Nikotin als 10 Milliliter Probe. Und ja, in diesem Video wird es darum gehen, wie ich das Zeug sozusagen als kleiner Mischer verarbeite. Ich hätte dieses Video eigentlich normalerweise gar nicht gemacht, gebe ich jetzt ehrlich zu, weil ich A, gar nicht mit Nikotin arbeiten möchte, mit purem Nikotin, sondern lieber mit trotzdem sehr hohen Konzentrationen. Aber wie gesagt, pures Nikotin war mir bisher immer so ein, ja, muss nicht sein. Da ich allerdings auch von vielen aus der Community verstärkt angesprochen werde, gerade aus Angst vor irgendwelchen Regulierungen, wo kriege ich hochkonzentrierte Nikotinbasis her, gib mir mal Tipps, Links, und wenn du willst auch ein paar Sicherheitsweise, aber Hauptsache die Links, habe ich mir das sehr lange überlegt, dass ich dieses Video jetzt noch mache, wie man das Ganze, sage ich mal, halbwegs sicher verarbeiten kann. Ja, auch als kleiner Mischer nebenher. Es sei nochmal deutlich gesagt, ich empfehle nicht damit zu arbeiten. Ja, es empfiehlt sich eher tatsächlich mit 72er oder vielleicht tatsächlich auch 100er, 200er Basis zu arbeiten, als mit dem Zeug. Aber es wird angeboten, es wird sicherlich auch jemand geben, der es kauft. Ja, und da möchte ich wenigstens dann den Rat geben, wie man damit arbeiten kann. Ihr könnt genauso die Sicherheitsratschläge, die ich euch jetzt gleich geben werde, auch auf hochkonzentrierte Basis anwenden. Ja? Die sind da genauso richtig. Hier sind sie aber, wie soll ich sagen, überlebenswichtig, bei dem, womit wir jetzt hier arbeiten. Gut, das soweit zu den einführenden Worten. Wie gesagt, ich empfehle niemanden, das Zeug zu kaufen. Das wird auch auf der Homepage des Herstellers heilig.com nicht empfohlen für Privatmischer. Das ist eher für gewerbliche Anbieter, sprich große Produzenten von Liquids. Ja? Für die ist das hier eher das Angebot. Aber wie gesagt, ich weiß genau, es werden sich Leute sowas bestellen, wenn ich bei Heilig irgendwo anders. Ja, zu der Qualität komme ich dann in einem nächsten Video. Da werde ich euch dann auch mal Messergebnisse dem Ganzen zeigen und auch dann das Ergebnis einer Verköstigung. Dementsprechend werde ich das Ganze jetzt, ja, mit dem Ziel unterwegs, daraus direkt eine gebrauchsfertige Basis zu machen, nämlich mit 12 Milligramm pro Milliliter. Ja, und damit, das ist sozusagen jetzt das Ziel dieses Videos, daraus eine für mich dampfbare Basis zu machen. Gut, beginnen wir mit dem Thema persönliche Schutzausrüstung. Ja, ihr seht, ich bin hier gerade in völligen Zivilklamotten, wie auch ihr wahrscheinlich davor stehen würdet, wenn ihr das Paket aufmacht. Jetzt ist die Sache, was brauchen wir? Wir beginnen mit einer Schutzbrille. Ja. Schutzbrille, ganz wichtig, das Zeug in die Augen ist richtig schmerzhaft und natürlich auch giftig. Ja, wir reden hier von einem sehr konzentrierten Giftstoff. Des Weiteren eine Maske für den Mund. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Und meine Brille beschlägt nicht zu sehr. So. Diese Maske wird euch in dem Fall nicht vor den Dämpfen des Nikotins schützen, die ebenfalls giftig sind. Also dementsprechend bitte keine Geruchsproben an der Flasche oder sowas. Ja, das ist damit nicht möglich. Ihr könnt euch aber auch Filtermasken holen, die für Aerosole geeignet sind. Die gibt es in jedem Baumarkt. Ja?
Ich habe nicht vor, an der Flasche zu riechen, deswegen reicht mir das hier sozusagen als Spritzschutz, damit mir nichts in den Mund fliegt. Darum geht es bei der Maske hauptsächlich. Ja, irgendwelche Keime im Ausatmen sind mir relativ egal in diesem Augenblick, da ja auch meine Basis PG enthält, die diese Keime töten würde. Als nächstes kommen die Hände dran. Dazu kommen erst einmal nicht viele Handschuhe als, wie soll ich sagen, letzte Verteidigungslinie auf die Hände. Nitril deswegen, weil Nitril relativ stabil ist gegen Nikotin. Ja, Nikotin kann Kunststoffe durchdringen. Hier bei den Handschuhen hat man einige wenige Minuten Zeit, bis das passiert. Weil das eine relativ kurze Zeit ist, kommen darüber noch einmal richtig feste Mehrfachhandschuhe, ebenfalls aus Nitril. Die geben einem doch lange Zeit, eine knappe Stunde, dann sind erst die durch. Last but not least, um mich davor zu schützen, dass mir irgendwas auf die Kleidung läuft, eine chemiefeste Schürze. In dem Fall ist das hier ein relativ günstiges Einwegmodell. Allerdings schon die bessere Variante. Das ist relativ festes Material, in dem Fall Polyethylen. Ja, das mir also auch hier nochmal als Spritzschutz dient. Statt der Brille und der Atemmaske könnt ihr auch ein sogenanntes Gesichtsschild nehmen. Das ist dann so eine, ja, komplett Plexiglasscheibe vor dem Gesicht. So. Wie sollte euer Arbeitsplatz aussehen? Auf eurem Arbeitsplatz sollten keinerlei brennbare Sachen sein, keine Zündquellen, vor allen Dingen, weil Nikotindämpfe entzündlich sind. Ihr solltet einen Wasseranschluss in der Nähe haben, um bei, ja, wenn euch irgendwas über die Hand läuft, das Ganze abwaschen zu können. Des Weiteren solltet ihr in relativer Griffnähe haben, ein Handy und das hier, das sind Kohletabletten. Kohletabletten sind ein gutes Allgemeinmittel gegen, ja, verschluckte Giftstoffe. Ja, die Kohle nimmt das Gift auf und sorgt dafür, dass es nicht vom Körper aufgenommen werden kann und einfach mit der Kohle zusammen ausgeschieden werden kann. Ja, da ausgeschieden wird. Gibt es für kleines Geld in jeder Apotheke. Ja, das sollte man sich vorher holen. Gehört eigentlich auch sowieso in jeden Haushalt, weil man weiß ja nie, was man irgendwie verschlucken kann. Hilft auch gegen Durchfall im Zweifelsfall. Ja, aber dementsprechend Kohletabletten sollte man eh immer im Hause haben. Bei dem Handy ist es nicht nur so, dass es eine Rechenhilfe für später ist, sondern es ist auch, darin ist auch der Giftnotruf gespeichert, sollte mal alles schief gehen. Ja, da kriegt ihr dann entsprechend die Hilfe, die ihr braucht, wenn ihr wirklich ganz schlimm daneben gegriffen habt. Solltet ihr dementsprechend immer griffbereit haben. Ja. Das auch mal erzählen. Womit ihr besser nicht arbeitet, in dem Fall sind irgendwelche spitzen Gegenstände wie Spritzen oder sowas. Ja, weil verschlucktes Nikotin ist schon unangenehm. Ja, und ihr müsst dann, wie gesagt, Kohletabletten nehmen und so weiter. Viel schlimmer wird es, wenn ihr das Zeug euch versehentlich injiziert. Ja, denn dann habt ihr richtig verloren. Dementsprechend nichts Spitzes, nichts Scharfes, womit ihr euch schneiden könnt. Ihr seht, ich dampfe auch jetzt nicht oder sowas. Ich habe hier auch nichts zu essen stehen oder zu trinken. Das hat alles in dem Augenblick nichts an eurem Arbeitsplatz zu suchen. Ihr solltet doch dafür sehen, dass ihr hier oben dieser
Das Fenster da draußen, ihr seht, es ist tiefe Nacht, damit auch meine Tochter mich jetzt nicht mehr stört, dass euer Arbeitsplatz gut be- und entlüftet ist. Ja, weil eben diese Dämpfe von Nikotin sind auch nicht in ihrer Wirkung zu beachten. Gut. Vorbereitet habe ich mir schon 400 Milliliter Nuller. Ich habe mir das Ganze erstmal in Ruhe ausgerechnet, da ich ja auf 12 Milligramm ungefähr möchte, werde ich mir erstmal die Hälfte der Konzentration anmischen, sprich wir kommen auf 400 Milliliter 25er. Ja, und das Ganze werde ich dann, wenn ich damit fertig bin, per Nikotintest, den habe ich schon hier vorbereitet stehen, Video dazu, wie man den durchführt, findet ihr jetzt wieder irgendwo im Bild verlinkt. Den habe ich hier vorbereitet, damit werde ich das erstmal nachmessen, ob ich mich nicht verrechnet habe oder vielleicht irgendwelche Schwankungen der Füllmenge in der Flasche für eine andere Konzentration sorgen. Das ist mir bei, ja, reinem Nikotin sehr wichtig zu wissen, wo ich denn wirklich lande, dass ich da nicht irgendeinen blöden Rechenfehler gemacht habe oder wie gesagt, die Jungs beim Abfüllen vielleicht statt 10 Milliliter 11 Milliliter reingemacht haben, was eine sehr unterschiedliche Konzentration zum Beispiel hervorrufen würde. Deswegen messe ich es lieber nochmal nach. Abschließend, wir werden viel rühren müssen. Dafür habe ich mir meinen Lower Bohrer hier herbeigeholt, ja, der auch nur für Chemiearbeiten ist. Das wird niemals Lebensmittel sehen, das Gerät. Ja, nicht, dass ihr meint, ihr könnt der Mutti mal schnell den Küchenquirl klauen. Besorgt euch dafür einen eigenen, so viel Geld kosten die Dinger nicht. Gut, dann das soweit zum Thema Aufbau des Ganzen. Ich werde jetzt gleich die Kamera umstellen. Und dann werden wir zusammen anfangen, das Ganze, ja, zu verarbeiten. Und ich hoffe, wie gesagt, meine Brille beschlägt nicht dauernd und ich kann halbwegs geschwind arbeiten. Bis gleich. Ciao. Okay. Damit zurück am Mischertisch. Ich habe mir jetzt hier hingestellt die Nullerbasis. Und was ich auch schon mal vorbereitet habe, ist, dass ich einen Teil der Nullerbasis in den extra Gefäß umgefüllt habe. Warum? Komme ich jetzt gleich zu. Ja, kommt der spannende Moment, wo wir das Zeug aufmachen. Alles eingeschweißt, also schon mal echt gut verpackt und ansonsten halt so eine braune Glasflasche. Hier ist nochmal der Aufschrift. 10 Milliliter USP Grade 99,9/999. Ja, damit wir also wissen, wo wir es zu tun haben. Ja, nicht lange drum geschnackt, Flasche auf. Wie gesagt, ich rieche nicht dran. Ich führe es auch gar nicht in Richtung Gesicht, sondern werde jetzt einfach in einer entschlossenen Bewegung die ganzen 10 Milliliter hier reinkippen. Ja. Jetzt dazu, warum ich kleine Portionen hiervon schon vorher abgefüllt habe. Ich spüle damit jetzt die Flasche, weil ich kann mir ja vorstellen, wenn ihr das Zeug endlich in euren Händen habt, wenn ihr es für relativ viel Geld bestellt habt, dann wollt ihr natürlich auch den maximalen Nutzen daraus ziehen. Dazu spülen wir das Ganze mit Nullerbasis nochmal durch, damit wir auch sozusagen die letzten Tropfen des kostbaren Saftes sicher in unser Gefäß rüber kriegen. Und was ihr jetzt natürlich nicht riechen könnt, aber ich rieche, obwohl ich nicht dran gerochen habe, es riecht hier ein bisschen fischig. Ja? Das Nikotin riecht. Aber wie gesagt, solange ich nicht direkt meinen Rüssel über die Flasche halte, dürfte alles okay sein. So ein leicht wahrnehmbarer Geruch
durfte mich nicht umhauen, ist ja kein Saringas, sondern immer noch nur Nikotin. So. So, das ist der letzte Rest von dem Müller. So, entschuldigt bitte den etwas verwackelten oder verstellten Kamerawinkel. Meine Kamera meinte gerade, sich selbstständig machen zu müssen. Ich glaube, brauchen wir ein besseres Stativ. So, jetzt verrühren wir das Ganze. Das sollte reichen, um das Ganze gründlichst zu verrühren. So, lass das hier noch abtropfen. So, jetzt sind wir ja mit der hochkonzentrierten Arbeit fertig. Ich werde jetzt gleich anfangen, mir die Hände zu waschen. Und zwar erstmal werde ich einfach Wasser über die Handschuhe laufen lassen. Ja, die sozusagen abwaschen. Dann Handschuhe aus, den ganzen Krempel aus, nochmal Hände waschen und dann sehen wir uns sozusagen wieder in Räuberzivil wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Jetzt auch dampfenderweise, da wir ja das böse Nikotin los sind. Ich habe das jetzt alles soweit fertig gemacht. Offscreen auch schon einmal gemessen und das war dann auch gut so, dass ich das getan habe, denn statt 25 Milligramm pro Milliliter bin ich bei knapp 30 gelandet. Ja, das werde ich jetzt dementsprechend nochmal nachverdünnen, sodass ich auf meine 12 Milligramm pro Milliliter lande. Ja, ich nehme mal an, einfach, dass in der Flasche ein bisschen mehr als 10 Milliliter drin waren. Ja, ist ja okay, wenn der Affe da sicher gehen will, dass da nicht einer hängt und nachher ja, ihm mit den 9,9 Millilitern irgendwas von Betrug androht, aber wie gesagt, dementsprechend bei so hohen Konzentrationen sollte man sicherheitshalber nochmal nachmessen, wie ich es jetzt auch getan habe. Nochmal zu der Schutzausrüstung. Das teuerste eigentlich ist die Schürze. Es gibt die Dinger in einfachen Wegwerf, wie ich sie habe. Es gibt sie aber auch ja, fertig stabil, da liegen die so um die 40, 50 Euro, je nachdem. Die Handschuhe, also diese wieder benutzbaren, keine 10 Euro, meine ich, ja, waren irgendwie so 9 Euro ungefähr. Der Rest, die Schutzbrille, gibt es auch so für 10, 20 Euro irgendwo im Chemikalienhandel oder es reicht auch eigentlich einer aus dem Baumarkt. Es geht nur um Spritzschutz in dem Fall. Ja gut, der Rest, sowohl diese Gesichtsmasken, da könnt ihr ja auch diese Staubmasken nehmen aus dem Baumarkt oder halt diese medizinischen, wie ich sie jetzt gerade hatte. Und diese Wegwerfhandschuhe, ja, die liegen nur bei 5 Euro. Also alles nichts, womit man pleite geht bei dem Ganzen, sollte man auf jeden Fall benutzen. Wie gesagt, nicht nur für reines Nikotin schlage ich das vor, sondern auch je nachdem, wie sicher man sich fühlt, auch für hohe Basen. Also ich sage mal, alles ab 72 schlage ich dringend vor, sowas dann tatsächlich auch zu verwenden. Es kostet nicht die Welt und ihr seid im Endeffekt sicher. Ja? Und eure Gesundheit kann niemand sozusagen bezahlen und ihr solltet dann auch nicht sparen. Nochmal zu diesen Kohletabletten hier. Ich habe leider die Rechnung nicht mehr dafür. Aber ich meine, die lagen irgendwo bei 10 Euro oder sowas. Also alles wunderbar erträglich. Und was man bei diesen Tabletten eigentlich wissen muss, wollte ich noch dazu ausführen. Die sind, wie gesagt, sehr gut, um irgendwelche Giftstoffe aufzunehmen. Die haben nur ein Problem, die sind da relativ unspezifisch. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Medikamente nehmt, ja, dann macht diese Mischerei nicht direkt danach. Zum einen, um etwaige exotische Nebenwirkungen mit Nikotin auszuschließen,
Ja. Zum anderen auch, wenn ihr diese Tabletten nimmt, dann nehmen die auch die Wirkstoffe aus euren Medikamenten wunderbar auf. Ja, könnte also sein, dass dann eure, ich weiß nicht, wenn ihr Herztabletten nehmt, mal im schlimmsten Fall, dass die dann ihre Wirkung verlieren. Ja, weil die Arzneistoffe gar nicht bei euch ankommen. Dementsprechend lasst da ruhig ein, zwei Stunden zwischen, bevor ihr ja eventuell gezwungen seid, die Dinger zu nehmen. Ja. So, das alles, was ich hier jetzt an Sicherheit vorgeschlagen habe, soll keine Panikmache sein. Panik ist sowieso der dümmste Ratgeber, wenn man mit sowas umgeht, sondern das ist respektvoller Umgang mit einem Stoff wie Nikotin. Ja. Immer vorher überlegen, was könnte schief gehen und wie verhalte ich mich dann. Ja. Das verhindert, dass ihr in Panik geratet und in Panik wird alles eigentlich noch schlimmer. Das bedeutet, würde mir jetzt etwas von dem Nikotin oder einer hochkonzentrierten Basis auf die Klamotten laufen. Folgendes: In Ruhe zum Wasserhahn gehen, ja, zum Waschbecken. Dort in fließendem Wasser schon einmal das Nikotin so weit abwaschen wie geht. Auch dann langsam ausziehen und vor allen Dingen den kontaminierten Stoff direkt in die Waschmaschine. Ja. Danach gründlich waschen, dürfte nichts passieren. Nikotin geht nicht ratzfatz durch die Haut, sondern braucht ein bisschen, um aufgenommen zu werden. Ja, wenn ihr das gemacht habt, passt das, schmeißt euch eventuell ein paar Kohletabletten ein, wartet ab. Ja, wenn ihr was davon in den Mund bekommt, den Mund ausspülen, ja, gründlich ausspülen. Das gleiche gilt auch für die Augen, auch die Augen gründlich ausspülen. Ihr könnt, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, am besten so eine Augendusche holen. Die gibt es auch bei entsprechenden Sicherheitshändlern, sag ich mal. Teilweise auch im Bürobedarf, je nachdem, die also auch so Werkstätten ausrüsten oder sowas, gibt es sogenannte Augenduschen. Die kann man dafür noch besser nehmen. Ja, aber wegspülen ist halt das Wichtige erstmal. Und dann, bei halt Nikotin im Mund gehabt, auch wieder Kohletabletten hinterher. Ruhig zwei, drei, ja, ihr könnt euch da nicht überdosieren mit. Und dann abwarten, wenn euch dann immer noch schlecht wird und ja, ihr merkt, dass ihr, ja, dass es euch schlecht geht, dann ruft ihr bitte sofort den Arzt. Ja, da gibt es auch keinen, ach, das wird schon besser und hoffentlich das darf keiner mitbekommen oder sowas. So ein Arzt hat auch noch immer eine Schweigepflicht. Ja. In dem Fall keine Experimente, sondern den Arzt rufen. Und nicht abwarten, ob es besser wird. Ja, da ganz klar und auch dem Arzt gegenüber sagen: Pass auf, ich habe mit Nikotin gehandhabt und dabei ist mir was schief gegangen. Ja, also keine Heldentaten von wegen, ja, es darf besser keiner erfahren, damit die Dampfer-Szene nicht in Verruf gerät. Ja, der Arzt hat eine Schweigepflicht, was das angeht. Und danach unbedingt, gerade bei so hohen Konzentrationen, nochmal nachmessen, ja, mit einem Nikotintest. Gut, wenn ich das jetzt auf 15 Milligramm gemischt hätte, wäre es für mich auch nicht tödlich geendet, aber wie gesagt, ich wollte sicher gehen. Und in dem Fall weiß ich halt, wenn ich auf 12 will, muss ich das ein bisschen deutlicher verdünnen, das werde ich jetzt gleich machen. Gut, das war jetzt zu dieser Sache. Ich wiederhole nochmal, ich schlage keinem vor, mit purem Nikotin zu arbeiten. Das ganze Zeug ist anstrengend. Wie gesagt, ihr habt die Sicherheitsmaßnahmen gesehen. Dazu kommt noch, wie gesagt, dass es brennbar ist und so weiter. Nehmt lieber von mir aus hochkonzentrierte Basen, die es da auch zu kaufen gibt. Ja. Ruhig auch über 72 Milligramm. Da bin ich auch noch ja, relativ entspannt. Nur wie gesagt, überlegt euch das deutlich mit der puren Nikotin. Empfehlung dazu kriegt ihr von mir nicht. Gut, das ist sozusagen das Summary von diesem Video. Ich werde das Zeug jetzt fertig mischen. Dann habe ich noch von denen entsprechende Aromen bekommen. Werde die sozusagen auf diese Basis mischen. Und dann bekommt ihr sozusagen mal ein Video darüber, wie interessant deren Aromen, wie gut die Basis schmeckt und so weiter und so fort. Eine Art Qualitätsvideo dazu. In diesem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit. Und empfehle mich mit, man sieht sich.
Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem. In tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es geht uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Gasgewind, doch weiter nichts trotz alledem.